Zuletzt bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Durch die Kraft der Lichtgeister waren wir in der Lage, das Geisterschiff im verfluchten Nebel aufzuspüren und sogar schon weitestgehend durchzuspielen. Nachdem wir von den 4 sogenannten Kubus-Schwestern hinters Licht geführt wurden, mussten wir gegen sie in einem teuflischen Spiel Geistervolleyball antreten. Durch den Sieg erhielten wir den Geisterschlüssel. Und dieser soll uns angeblich den Weg zu Tetra öffnen. Hoffentlich ist das nicht ein weiterer ihrer fiesen Tricks. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück von einem ziemlich still gewordenen Geisterschiff. Denn hier haben beim letzten Mal noch die 4 Geisterschwestern ihr Unwesen getrieben, bis wir sie in einer geistreichen Partie Volleyball besiegen konnten. Und jetzt haben wir von ihnen den Geisterschlüssel bekommen, mit dem wir hoffentlich Tetra retten können. So zumindest der Plan. Und dafür müssen wir einfach hier auf diesem wunderbaren Schiff, glaube ich, hier einmal eine Ebene nach unten gehen. Und dann ist hier auch schon die Tür, die wir aktivieren müssen. Es wäre sehr schön, Tetra wieder zurück zu uns zu bringen, Freunde. Aber ich glaube, ihr seid da wie ich. Ihr seid noch ein bisschen skeptisch. Das wäre doch irgendwie zu früh. Mal sehen. Ist das Tetra? Was sollen wir machen? Sie ist versteinert. Oh, sorry, dass ich so spät dran bin, Kleiner. Der Nebel ist einfach verschwunden. Deswegen konnte ich auch hierher kommen. Und? Der Schatz? Es gab doch einen Schatz. Wovon redest du? Die Freundin von Hübi steckt in Schwierigkeiten. Und alles, woran du denkst, ist ein Schatz? Oh, das ist also deine Freundin. Sieht blass aus, ne? Als hätte man ihre Seele weggenommen. Was in aller Welt ist mit ihr passiert? Ihre Lebenskraft wurde vom Geisterschiff ausgesaugt. Großvater, was machst du hier? Der spawnt einfach permanent überall, ne? Wenn du so weit gekommen bist, Hübi, musst du wirklich die Kraft des Helden besitzen. Die Zeit ist reif, alles zu erzählen. Vielleicht ahnst du es schon, aber diese Meere gehören mir. Ich bin der große Geist, der Meereskönig. Es passierte alles vor einigen Jahren. Das Böse erschien aus dem Nichts und griff mich an. Sein Name war Belamu. Er entpuppte sich als ein furchtbares Ungetüm, das Energie frisst. Wie ihr bereits wisst, besitzen alle Dinge auf der Welt eine heilige Kraft. Diese Kraft nennt man Energie. Die Quelle meiner Kraft, der Lebenssand, ist eine Kristallisation dieser Energie. Wahrscheinlich kam er hier in dieses Meer, weil er hinter dieser Energie her war. Natürlich habe ich mich zur Wehr gesetzt. Aber mein Gegner war ein Ungetüm, das Energie frisst. Er durchschaute meine Angriffe und ich wurde leicht besiegt. Ich wurde in die Tiefen des Tempels hinabgezerrt, wo die Sonne nicht scheint. Versiegelt wird meine Energie immer noch von ihm ausgesaugt. Er benutzte die Energie, die er ausgesaugt hatte, um immer mehr neue Monster hervorzubringen. Die Lichtgeister der Kraft und Weisheit wurden ebenfalls versiegelt. Aber Scylla lohnte sich und ihr gelang die Flucht. Zur selben Zeit verlor sie wohl auch ihr Gedächtnis. Selbst unter den Monstern, geboren aus Lebenssand, sind einige besonders böse. Die Phantome, die den Tempel durchstreifen, sind seine Abkömmlinge. Über die Maße stark, dick gepanzert, praktisch unbesiegbar. Sie bewachen den Tempel,
Schon längst kann sich niemand mehr Belamo auch nur nähern. Ich hatte nur noch eine Chance. Mit meiner letzten verbliebenen Kraft klonte ich mich, wie Sila es getan hatte. Dann baute ich mir ein Haus auf der Insel Melka. Ich benutzte den Lebenssand, um die Phantomsanduhr zu erschaffen und damit in den Tempel hineinzugehen. Ich suchte nach einem Weg, Belamo zu besiegen und wartete ab. Sila, entschuldige, dass ich so lange geschwiegen habe. Auch die Lichtgeister der Kraft und der Weisheit haben Verständnis für mich gezeigt und sich mit Details zurückgehalten. Aber dass ich dich am Strand fand, war Zufall. Du hattest Amnesie und Monsterstreifen umher. Ich hielt es für das Beste, fürs Erste zu schweigen. Die Inseln hier sind für gewöhnlich voller Energie. Sie sind wohl erschienen, um das zu verschlingen. Sie wollen nur ihre leeren Bäuche füllen. Es hungert sie nach Energie. Das Geisterschiff diente dazu, Energie auszusaugen. Die Gerüchte über Schätze an Bord sollten Opfer anlocken. Belamo war nicht damit zufrieden, nur meine Energie aufzusaugen. Auch wenn es wenig war, er musste auch noch den Menschen die Energie absaugen. Es scheint, dass Tetra sehr stark ist. Das Schiff wurde von ihrer Kraft angelockt. So fand es seinen Weg zu ihr. Moment mal! Das heißt, es gibt gar keinen Schatz! Ja, das habe ich gerade gesagt. Soweit ich es beurteilen kann, ist Tetra noch am Leben. Besiege das Monster, bevor deine Energie aufgebraucht ist. Es muss den Lebenssand zurückerobern. Ich muss den Lebenssand zurückerobern. Damit kann ich Tetra und ihre Energie zurückgeben und sie heilen. Es gibt eine Insel nördlich der Insel des Windes. Geht dorthin und besucht den Schmied Sautz. Er wird euch mehr über Belamo erzählen können. Er weiß, wie man Belamo besiegen kann. Du machst wohl Witze, Opa. Ich dachte, es gäbe hier Schätze. Das ist der einzige Grund, warum ich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe. Und jetzt sagst du, es gibt gar keinen Schatz. Ich schmeiß die Suche hin. Hey, hast du überhaupt zugehört? Als ein Mann der See, willst du da dem Meereskönig nicht helfen? Nein, und mein Schiff könnt ihr euch auch abschminken. Natürlich sollst du es nicht umsonst machen. Wenn du uns hilfst, Belamo zu besiegen, werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Na, wie klingt das? Hey Hübi, steh hier nicht dumm herum. Der Meereskönig steckt in Schwierigkeiten und braucht unsere Hilfe. Los, Abfahrt, wir gehen. Anker lichten, Beeilung. Das ist so cool. Das ist eine der besten Szenen im ganzen Spiel. Ha, wenn es um Geld geht, ist er sofort zur Stelle. Es tut mir so leid, dass du und Tetra in diese Sache verwickelt worden seid. Mit deiner Stärke kannst du Belamo besiegen. Mein echter Körper ist tief im Tempel versiegelt. Auch Belamo ist wohl dort. Eigentlich sollte ich diese Schlacht selbst schlagen, aber du bist unsere einzige Hoffnung. Wir zählen auf dich, Hübi. Was machst du denn, Hübi? Schnapp dir deine Freundin und komm zurück! Linebacker hat auf einmal richtig viel Energie, ne? Let's go! Alles klar, Hübi, wir müssen raus hier. Jetzt ist nicht die Zeit, mit offenem Mund herumzusitzen. Der alte Mann sagte, dass Sautz der Schmied den nächsten Hinweis hat. Wir müssen diesen Schmied finden und Belamo besiegen. Und dann... Und dann wird der Schatz mir gehören. Was ist bloß los mit dir, Mann? Hey, Hübi, müssen wir den Kerl wirklich mitnehmen? Na jedenfalls, lass uns aufbrechen. Sautz lebt auf der Insel nördlich der Insel des Windes, richtig? Gar nicht so weit von hier. Ja, lass uns keine Zeit verschwenden. Auf geht's, Abfahrt! In Ordnung. Auf geht's, Abfahrt. So, Alter, was ist denn hier los? Fisch, Terry ist da, diese Piratendame ist da. Schätze, passt mal auf. Dann fahren wir jetzt erstmal hier zu diesem Schatz, damit wir einfach hier so Stück für Stück auch diese ganzen Schätze bergen, weil es sind ja auch vielleicht Schiffsteile, vielleicht ist auch irgendwas anderes da unten versenkt. Also, ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir die einmal alle mitnehmen.
Und dann düsen wir gleich zur Sautzinsel. Den Meister haben wir schon persönlich kennengelernt. Zum Romantiker müssen wir auch noch. Die Insel ist hier auch gleich in der Nähe, weil wir ja noch mit der Meerjungfrau-Dame reden müssen, um ihr den Brief zu übermitteln. Also es ist viel los, Freunde. Es ist sehr viel los. Und diese Piratin fährt gerade auch exakt in unsere Richtung, ne? Ich glaube, da wird es gleich krachen. Ich glaube, die wird uns gleich wieder angreifen. Aber eins nach dem anderen, Freunde. Eins nach dem anderen. Wir bergen jetzt dann erstmal den Schatz. Und dann wird sie uns wahrscheinlich angreifen. Das wird jetzt ein ziemlich knappes Ding. So. Ich hoffe, dass ich nah genug an dem roten X dran war. Wir werden das gleich herausfinden. So, jetzt hier aufpassen, dass unser Bergungsarm nicht zu viel... Oh, Bruder, es wackelt. Nicht zu viel Energie verliert. Da ist wieder der 100er. Oh mein Gott, das ist wieder... Das mit dem 100er, das ist so krass, dass man einfach 100 Rubine bekommt. Ich liebe alles daran, das ist so cool. Weil 100 Rubine halt wirklich nicht wenig sind in dem Game. Okay, so. Hier ist nochmal ein 20. Und yes, der Schatz ist da, Freunde. Jawollo! Und jetzt müssen wir den wieder safe nach oben bringen, ohne aufs Maul zu kriegen. So, jetzt kommt die mittlere Bombe, genau. Und dann kommen, glaube ich, die beiden außen, ne? Genau. So sieht's aus. Sehr schön. So, ich muss jetzt immer nur auf die Bomben aufpassen, die von oben und unten runterkrachen. Weil die können quasi direkt in meinen Bergungsarm reinschwimmen. So, gut ausgewichen. Die kommen hier alle erst frisch von der Seite. Jawollo. Ohne Schaden, Freunde. Das schmeckt besonders gut. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wofür haben wir das gemacht, Freunde? Wofür haben wir das gemacht? Ein königlicher Ring. Ich glaube, in Spirit Tracks war das tatsächlich ein sehr wertvoller Schatz. Ein legendärer Ring, der seit Generationen weitergegeben wird. Ja, geil. So. Uns greift jetzt gleich die Piratendame an. Aber vielleicht schaffen wir es ja, schnell genug von ihr wegzufahren. Ah! Sie entfernt sich wieder von uns. Interessant. Interessant. Ja, gut. Dann müssen wir glücklicherweise gar keinen Säbelkampf machen, ne? Dann können wir tatsächlich ganz entspannt hier auf der Insel landen. So, und jetzt suchen wir uns hier, glaube ich, dann gleich mal einen Huhn. Genau. Zack, weil wir dann, glaube ich, hier rüberspringen können. So sieht's aus. Das habe ich mir nämlich gleich markiert. Ein Weisheitstropfen. Den nehme ich gerne mit. So, und dann radieren wir dich wieder weg. Jetzt habe ich hier gerade noch wieder aus Versehen so einen geraden Strich gesetzt. Aufgepasst. Sehr schön. So, ich glaube, dann habe ich alle Secrets, die hier sind. So, lieber Sautz, was geht ab? Schaut mal, da hinten eine Karte. Ui, 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 ui. Okay, ein Triforce, bei dem man hier oben anfängt, das so, sag ich nicht, zeichne das Triforce mal, wartet. Ich glaube, so und dann so und dann so und dann so, ne? Ja. Ah, warte, der Pfeil muss noch hin. Ich markiere mir das hier gleich mal. So. Okay, okay. Was bedeutet das? Hübi. Ach, nicht so sehr. Hübi, ich wusste, dass du mich bald besuchen würdest. Sautz, du bist ein Bekannter von Großvater Sivan, nicht wahr? Woher kennst du Großvater? Wisst ihr, seit Generationen lebten unsere Vorfahren, um dem Meereskönig zu dienen. Sie verteidigten den Meereskönig in einer Zeit, als das Böse auf See lauerte. Mein Volk schmiedete seine eigenen Waffen und kämpfte in epischen Schlachten. Ihr sucht einen dieser großen Waffen, ein Artefakt namens Phantomschwert. Also können wir Belamo mit dem Schwert besiegen? Das ist korrekt. Belamo besitzt die Kraft, die Lebenskraft auszusaugen. Nur das Phantomschwert kann ihn besiegen. Hübi, nun musst du das Phantomschwert in die Hand nehmen und Belamo besiegen. Okay, lass uns Belamo fertig machen. Sautz, leist uns das Phantomschwert? Es existiert nicht mehr. Was?
Es existiert nicht mehr? Nein, es existiert nicht mehr. Was meinst du damit, es existiert nicht mehr? Warum sagst du uns, wie wir sollen Belamo besiegen, wenn es so ziemlich unmöglich ist? Nur keine Aufregung, ich bin Sautz, der Schmied. Es existiert zwar nicht, aber ich kann es schmieden. Oh, das kannst du? Oh, dann hast du wohl recht, schätze ich. Nun, worauf wartest du noch? Schmiede das Schwert. Ich kann nicht. Du kannst nicht? Was, wie? Du kannst keines für uns machen? Machst du Witze? Das Phantomschwert ist kein gewöhnliches Schwert. Normaler Stahl kann die heilige Kraft nicht aufnehmen. Scharlachstahl, Azurstahl und der Smaragdstahl. Diese drei Stähle werden benötigt, um das heilige Schwert zu schmieden. Komm, Hübi, lass uns die drei Stähle finden. Wo könnten die sein? Vor langer Zeit schenkte der Meereskönig die Stähle drei Stämmen dieser Welt. Die drei Stämme müssen diese Schätze über Generationen weitergegeben haben. Wenn du diese Stämme besuchst, solltest du etwas über die Stähle in Erfahrung bringen können. Drei Stämme. Aber wohin sollen wir gehen? Wir sind viel gereist, aber wir haben nie jemanden getroffen, der einen dieser Stähle hatte. Du musst neue Seekarten suchen. Du wirst mehr Seekarten brauchen als die, die du bereits hast. Hübi, betrete den Tempel des Meereskönigs und hole die nächste Seekarte. Aber wir waren bereits ganz unten im Tempel. Da sind keine Wege mehr, die wir nehmen können. Da ist eine Tür, die sich öffnet, wenn man ein Symbol zeichnet, nicht wahr? Wenn du dieses Symbol auf die Tür zeichnest, sollte sich ein anderer Weg öffnen. Wow, wer hätte gedacht, dass diese Tür so ein Geheimnis hat? Hübi, notiere das Symbol und dann gehen wir zum Tempel. Oh, Hübi, viel Glück da draußen. Das habe ich schon gemacht. Und jetzt wissen wir auch, wofür wir das Symbol benötigen. Und jetzt, Freunde, haben wir einen ganz neuen Grund zu existieren. Komplett neue Dinge, die wir erkunden müssen. Was? Ein Schwert? Stahl? Boah, warum müssen wir jedes Mal... Ah, egal, ich folge dir bis zum bitteren Ende, aber nur weil du so verzweifelt bist. Und dann machst du diesen Belamo fertig. Verstanden, Mann? Ah, wir müssen los. Okay. Wir haben einen neuen Lebenssinn, Friends. Wir haben einen neuen Lebenssinn. Es sind die drei Stähle, um das Phantomschwert zu schmieden, welches quasi hier einfach nur ein anderer Name für Masterschwert ist. So, aber wie gesagt, wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen. Denn wir müssen jetzt erstmal den Romantiker besuchen, damit wir der Meerjungfrau den Brief ihrer Schwester geben können. Und dann will ich vielleicht gleich noch den Schatz da unten in der Ecke bergen, ne? Damit wir das einfach auch schon mal erledigt haben. Ja, aber ich glaube, den Weg dahin werde ich euch dann cutten, ne? Jetzt legen wir aber erstmal bei dem Meister hier höchstpersönlich an. Und dann schauen wir mal, was hier los ist. Ja, ob das irgendwas mit der Meerjungfrau macht, dass sie von ihrer Schwester erfährt, ne? Keine Ahnung, Mann, keine Ahnung. So, hier drüben kommen wir auch erstmal nicht hin. So, hier sind wieder überall die Monster. Oh, Post. Von wem? Linebeck. Dann lese ich mal. Was? Von Linebeck an Hübi. Okay, das ist seltsam. Warum schreibe ich dir, wenn wir doch immer zusammen sind? Aber gib mir einen Moment, um meine Gedanken zu ordnen. Okay, hier ist der Grund. Ich bin dankbar. Alles klar? Bist du glücklich? Danke. Ja, ich hab's gesagt. Nun, das ist unangenehm. Was jetzt? Wie wär's damit? Danke, dass du wie ein Hund schuftest für mich. Du räudiger Köter. Siehst du? Das kann man jemandem nicht so einfach ins Gesicht sagen, oder? Okay, noch eins. Ein Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit. Bald ist für dich. Jo! Einfach nur mein Schiffsteil. Alter, Linebeck, du G. Und so endet der Brief. Ach, Linebeck, ein Süßer. Er schafft es nicht, seine Emotionen ins Gesicht zu sagen und deswegen schreibt er uns einfach einen Brief. Ist ja schon fast ein bisschen süß, muss man jetzt mal doch ehrlicherweise zugeben. Ah. Er hat eine kleine Macke, aber es ist schon süß. So, ich habe einen Brief. Oh, du bist. Dank dir habe ich einen wunderbaren Romantiker kennengelernt. Das ist so süß, wie er immer über die Abenteuer der See fantasiert. Soll er ruhig noch eine Weile glauben, ich sei eine Nixe und mich wie Gold behandeln. Aber psst, das muss unter uns bleiben. Ja, ich habe diesen Brief. Hier, Jolenes Brief, aber den kann ich irgendwie nicht geben. Hey, was hast du da? Komm schon, mir kannst du es doch zeigen. Ah, jetzt der Brief, ja. Oh, ist ein Brief von Jolene, meiner Schwester. Du bist extra hergekommen, um ihn mir zu geben. Wow, danke. Den muss ich lesen, was steht drin? Ach, Jolene, sie ändert sich nie. Sie mag es immer noch, sich als Piratin zu verkleiden. Na, Hauptsache, es geht ihr gut, aber genug von meiner Schwester. Ich sollte dir etwas zum Dank geben. Hier, bitte. Nochmal ein Tropfen. Das ist okay, wirklich, ich brauche es nicht. Nimm es schon, es ist dein.
Wie viele habe ich jetzt eigentlich? Ich habe auch einige blaue jetzt gefunden. Ne? 7 schon. Aber 10 bräuchten wir von einer Art, Freunde. 10. So, ich könnte jetzt schon mal unsere Fische zeigen. Oh, du hast noch keinen großen gefangen, oder? Im Meer verstecken sich viele Fische. Du brauchst mehr Romantik. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei, auch große Fische an Land zu ziehen, ne? Gib mir noch ein bisschen Zeit, Meister. Eins nach dem anderen. So, dann würde ich aber sagen, Freunde, steche ich wieder in See. Und dann geht's los. Bist du an Bord? Yes. Dann holen wir den Schatz. Vielleicht fange ich sogar noch einen Fisch. Who knows? Und dann besuchen wir noch jemanden, der uns einen Brief geschrieben hat. Aber eins nach dem anderen. Ich glaube, jetzt fahre ich erstmal zu Terry. Mal gucken, ob der was auf Lager hat. Oh boy. Das war's erstmal mit Terry Friends. Da kommt jetzt erstmal Jolene um die Ecke und will mal wieder mit uns battlen. Ich bin gespannt. Sagt sie jetzt was anderes? Lineback, zeig dich. Ah, du schon wieder. Kleiner grüner Junge, verrätst du mir vielleicht, wo er ist? Hm, dachte ich mir, da muss ich mich eben zuerst um dich kümmern. Alles klar. So, aber ich kann immer nur einen Treffer setzen, ne? So, dann greifen wir sie einfach ab und zu mal an. Und dann muss sie irgendwann wieder ihre Mega-Attacke machen. Genau, so. Zack. Und dann kann ich ihr mal einmal geben. Aber ich meine, wie gesagt, ich habe ja irgendwie ihren Brief bekommen. Wir wissen jetzt von ihrer Schwester. Also eigentlich könnten wir sie eigentlich mal damit konfrontieren, wenn ich ehrlich bin. Ja, Doppeltreffer, let's go. Mist, nicht schon wieder. Ich habe noch was zu sagen. Ah, diesen Tag wirst du niemals vergessen. Niemals, hörst du? Naja, ich glaube schon. Puh, sie weiß sich zu verkleiden. Das muss man ihr lassen. Aber Leinbeck in der Kiste, das hat auch was, oder? Hier eine Belohnung. Immerhin mehr als beim letzten Mal. Das ist korrekt, würde ich sagen. Leinbeck, Mensch, du bist ja doch gar nicht so knauserig, wie ich ursprünglich dachte. So, da vorne ist Terry. Ich meine, wir haben über 1000 Rubine. Da kann man wirklich mal schauen, ob der Meister vielleicht irgendwas Geiles für uns hat. So ein Schmuckstück. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Nur Schiffsteile, ne? Aber wenn ich 500 Rubine ausgebe, habe ich einen höheren Rang bei ihm. Pass mal auf. Das habe ich schon. Das habe ich auf jeden Fall schon. Das brauche ich nicht. Aber ich glaube, diesen Anker kann ich kaufen. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe, aber ich kaufe den jetzt einfach mal. Oder wisst ihr was? Ich kaufe das andere auch noch. Weil wir müssen ja sowieso Geld bei ihm ausgeben, damit wir die höchste Clubmitgliedschaft bei ihm bekommen. Und ich meine, ich kann die Schiffsteile ja auch wieder verkaufen. Es wird kein Plusgeschäft sein, aber besser als nichts, I guess, würde ich mal behaupten. So, okay. Und dann, warte mal, können wir echt den Froschkompass nutzen? Wartet mal ganz kurz. Dann zeichnen wir mal hier dieses Symbol, weil wir haben ja noch einen Brief bekommen, von dem ich fälschlicherweise dachte, er wäre vom Romantiker. Aber er war eben nicht vom Romantiker, sondern eben von seinem Bruder, Romani, der auf der Insel mit dem Sonnentempel war. Der meinte ja irgendwie, dass er gerade an irgendwas Neuem arbeitet. Ich habe keine Ahnung an was. Und ich glaube, dann besuchen wir ihn einfach mal kurz. Was auch immer der Meister zu bieten hat. So, wir sind da. Wir sind auf der Insel. Was macht der Meister? Warte mal, da war jetzt irgend so ein Logo oben drauf, ne? Hi! Hey Kleiner, wenn man seine Träume verwirklichen will, was ist der erste Schritt? Ich habe mich entschlossen, in die Fußstapfen meines Dads zu treten und mich auf ein Abenteuer zu begeben. Aber es sieht so aus, als wäre mein eigener erster Schritt, Geld für die Reise zu verdienen. Und zwar folgendermaßen. Das ist der Schießstand. Du kannst spielen, wenn du Pfeil und Bogen hast. Einmal kostet 20 Rubine. Okay, das klingt nach einem guten Deal. Willst du die Regeln hören? Ja, Horus. 70 Sekunden, um unbegrenzt Pfeile zu feuern. Geisterziele 10 Punkte wert oder bis zu 50, wenn du sie in Folge triffst. Aber wenn du ein Mädchen triffst, verlierst du 50 Punkte. Ach du Scheiße. Okay. Highscore ist 1,7. Ah, die bleiben auch stehen. Okay. Mal sehen, mal sehen. Wie gesagt, das Gute ist, ich muss die nicht während der Fahrt treffen, sondern ich kann immer so ein bisschen schauen. So.
Bisher war da ja noch kein Mädchen dabei, ne? Sondern immer nur diese Geister. Ich habe halt Angst, dass ich vielleicht das Mädchen irgendwie nicht schnell genug erkenne oder so. So. Mhm. Bisher haben wir noch nichts daneben gesammelt. Aber 1700 wirkt fucking viel, wenn ihr mich fragt. Und gerade wenn so mehrere Ziele kommen, habe ich irgendwie Angst. Da ist das Mädchenziel. Okay. Ja. Boah, auch hier bin ich wieder so froh, das Ganze auf Originalkonsole zu spielen und nicht auf so einem, ihr wisst schon, was anderes. Boah. Bro. Wir haben bisher einfach Maximalpunktzahl, ne? Wollte ich nur mal so... Wir haben einfach Maximalpunktzahl fast geschafft. What the hell? Okay, die Zeit ist um. 1950. Ich wusste, du kannst es schaffen. Hier ist der Preis. Jawollo! Ein größerer Köcher. Very nice. Bro, bei mehr als 2000 gibt es nochmal was. Ey, da musst du mir aber auch mehr Zeit geben, Mann. Ich habe quasi alles instant getroffen. Holy shit. So einfach ein Pfeil, der mir am Ende gefehlt hat. Okay. Dann schauen wir mal, Freunde, ob wir das schaffen. Ich muss mich, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Aber wie gesagt, also ich habe doch jedes Schild getroffen. Werde ich denn da auf die 2000 kommen sollen? Naja, ne? Da machst du nichts. Einfach weiter durchziehen. Volle Konzentration. Wie gesagt, eigentlich immer, wenn die hier in super schneller Reihenfolge kommen, bin ich da eigentlich auch am Start und treffe auch immer, ne? Aber es sind deutlich mehr Geister als Mädchen. Also ich hätte echt gedacht, dass da vielleicht mehr so Fallen unterwegs sind. Aber dem ist gar nicht so. Mhm. Das passt. Geil, geil, geil. Da sind manchmal echt ziemlich fiese Fallen dabei. Aber wir machen das sehr gut bisher. So, jetzt muss ich mich beeilen, Freunde. Mann! Oh, wir haben die 2000. Aber 2000 ist echt das absolute Maximum. Holy shit. Und was kriegen wir dafür jetzt? Einen Herzcontainer. Boah, aber der ist aber auch echt... Alter, ist der knapp verdient, ne? Also heftig, schwer verdient. Wow. Wow, wow, ey, üble Sache, Mann. Üble Sache, aber ich glaube, das ist das Maximum. Ich schaue trotzdem nach, was man hier so grinden kann. Jedes Minispiel hat ja seine eigenen Ziele und Boni, die man sich ja grinden kann. Ich gucke das mal nach. Okay, Freunde, habe ich nochmal den 1850 gemacht, weil, wenn man quasi den Bogen und den Herzcontainer bekommen hat, kriegt man ab 1700 Punkte immer ein Schiffsteil. Das heißt, wenn man, glaube ich, Schiffsteile grinden will, kann man das auf jeden Fall auch hier tun. Und ab 1300 Punkten kriegt man einen Schatz. Also ab 1300 Punkten lohnt es sich. Und wir kriegen den Glockenanker. Sehr nice. Jetzt haben wir schon das Kanonen-Minispiel, wo wir Schiffsteile grinden können. Und jetzt haben wir sogar auch das Bogen-Minispiel, wo wir Schiffsteile grinden können. Ich weiß nicht, ob man für 2000 Punkte nochmal bessere Schiffsteile bekommt als für 1700. Aber ich glaube, es gibt keine Unterschiede in den Schiffsteilen. Ich glaube, es gibt nicht irgendwie seltene und normale Schiffsteile. Klar, die können unterschiedlich viel wert sein, aber ich glaube, das macht fürs Grinden keinen Unterschied. Bin ich mir aber nicht 1000% sicher. Aber der Herzcontainer, Freunde, der wäre auf jeden Fall wichtig. Und ich denke, dann werde ich an der Stelle jetzt erstmal wieder den Schuh machen. Und dann düsen wir zur Insel des Meereskönigs, weil wir müssen wieder in den Tempel. Und exakt das, meine lieben Freunde, werden wir beim nächsten Mal machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Phantom Hourglass für heute. Viel Story und eine neue riesige Quest. Wir sind quasi offiziell in der zweiten Hälfte des Spiels angekommen, Freunde. Jetzt wissen wir, wer unser Endgegner ist. Es ist nicht Ganondorf, Freunde. Es ist Belamu, ein energiefressendes Monster, was den Meereskönig gefangen hält. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir ihn aufhalten. Ein großes Dankeschön an JT90, Lord Darkflo und Heilang für euren Riesensupport mit der dicken Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch, dass ihr dieses Projekt so am Leben haltet.